Ja, guten Morgen. Mein Name ist Ute Maria Menneken und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Memory spielt mit demenzkranken Menschen oder mit kognitiv eingeschränkten Menschen. Dafür möchte ich als erstes erstmal zeigen, wenn man Bilder hat, die sich so ähneln wie diese, das wird nicht funktionieren beim Aufdecken, oder wir nehmen zum Beispiel hier diese Pärchen. Die sind sich alle viel zu ähnlich. Oder auch wenn die Blüten jetzt anders sind, da haben wir überall kleine Bienen in irgendeiner Form drauf. Also bei der Auswahl würde ich dann schon darauf achten, welche Motive ich nehme. Ich zeige erstmal, ich meine, jetzt verschiedene Schritte. Ich meine, im Prinzip wissen wir alle, wie man Memory spielt. Dachte ich wenigstens auch bis vor 3, 4 Monaten dachte ich wirklich, jeder Mensch auf der Welt weiß, wie man Memory spielt. Da gibt es also erstmal verschiedene Methoden. Ich mache erstmal meine chaotische, die ich am liebsten habe. Aber ich sage auch direkt, dass nicht jeder mit dieser Methode zurechtkommt, weil das auch wieder von der persönlichen Struktur eines jeden Einzelnen abhängt. Also ich habe die Bilder hier, also die Karten jetzt hier wild verteilt. Ich decke eine Karte auf. Ich habe jetzt hier eine Ziege. Decke die nächste auf. Aha, beide nichts geworden, also zudecken. Dann decke ich einen Igel auf und gerade die Blume mit der Biene auch wieder nichts geworden. Jetzt hoffe ich aber mal, dass ich schneller was finde. Okay, jetzt habe ich wieder eine Blume mit einer Biene und noch eine Blume mit einer Biene. Hier war die Blume mit der Biene, hier ist die nächste. Ich darf mir die nehmen und bin nochmal dran. Blume mit der Biene, ach ja, habe ich ja doch gut verteilt. So, also wenn ich jetzt die falschen Karten ziehe, ist der nächste dran. So ist das die eine Runde. Das ist das Spiel, das man bis zum Ende spielt. Jetzt habe ich ja schon gesagt, mit meinem chaotischen System kommt nicht jeder zurecht. Es gibt ganz viele Menschen, die die Karten also wirklich Reihe in Reihe legen. Also wirklich ganz genau. Mal gucken. Das ist jetzt fast sehr ordentlich. Also für mich wenigstens, wenn Sie jetzt meinen, warum in meinem Hintergrund keine Bücher sind. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Wasserschaden hier in diesem Raum. Wir konnten gerade die Bücher noch retten, aber dafür muss der Raum jetzt renoviert werden. So, der strukturierte Mensch, der braucht hier also diese ordentliche Ablage. Also, dass alle Sachen in Reih und Glied und noch ordentlicher liegen als bei mir. Also die Reihen sind dann wirklich total gerade ausgerichtet im rechten Winkel. Und so, dann geht dasselbe Spiel wieder los. Wir haben hier einen Fisch und hier die zwei, ach, kann man nicht sehen. Doch, so kann man sie sehen. Die zwei Vögel, war also nichts, wieder zudecken. Jetzt gibt es Menschen, die hingehen und sagen, ja gut, hier haben wir jetzt den Igel. Also ich gucke mal gerade, ob ich was finde, was ich direkt. Ah, da ist der Igel. Ne? Die sagen jetzt, aha, hier ist auch der Igel, den nehmen wir jetzt schon mal weg. Ich nehme jetzt hier diesen blauen Schmetterling von eben. Ach ja, und die Vögel, die legen dann die Karten wild durcheinander. Das darf natürlich nicht passieren, weil da selbst ein Mensch aus dem Rhythmus kommt, der keine Gedächtnis. Leistungsstörung hat. So, das wäre der erste Schritt. Das machen wir alle, wenn wir also gut fit sind. Jetzt gehen wir zum zweiten Schritt rüber. Hier haben wir eine wunderschöne Rose und eine Kuh. Jetzt sagen, also jetzt brechen wir runter. Wir brechen jetzt vom hohen Niveau zum niedrigen Niveau runter. Jetzt sagen wir, okay, eine Karte bleibt aufgedeckt und die andere decken wir zu. Die Rose habe ich zugedeckt, die Kuh bleibt jetzt auf. Jetzt der nächste dran. Jetzt ist hier ein schöner Fisch. Und ja, der junge Herr, einer wird zugedeckt. Noch ähnelt sich kein Bild. Wir haben jetzt wieder die Rose und diese. Das Wassertier, einer wird zugedeckt. Jetzt hoffe ich mal, dass ich was habe. Aha, jetzt habe ich hier zufällig den wieder aufgedeckt. Jetzt sieht derjenige, aha, da sind zwei gleiche. Wenn er das nicht sieht, haben Sie als Angehöriger oder als Begleiter denjenigen darauf aufmerksam zu machen,
Wie sieht es aus? Ist dann nicht irgendetwas gemeinsam? Und er stellt fest, ja, juhu, und nimmt sich die Karten. Jetzt darf er wieder aufdecken. Jetzt haben wir hier wieder eine Blume mit dem kleinen Fisch, mit der kleinen Fliege drauf und einen Esel. Machen wir die Blume zu und suchen die nächste. Da ist der Kuckuck und die Katze auf dem Dach. Kuckuck weg, Katze auf dem Dach bleibt. Da ist ein Schaf und hier ist die Ziege. Jetzt sind hier wieder zwei Ziegen. So, das war jetzt die nächste Runde, wie Sie das weiterspielen können. Jetzt steigern wir dieses Programm wieder eine Nummer. Wir haben hier die Blume und dieses Wassertier. Jetzt lassen wir jede Karte offen. Jetzt ist es auch schon fast zu viel. Aha, Blume ist da, fertig. Hier haben wir die Kuh. Auch das geht ja jetzt aber rasant schnell. Einen neuen Schmetterling. Und den Esel. So, das ist das eine. Jetzt wird es auch langsam schon zu viel, weil bei der Menge, die ich jetzt hier liegen habe, und wenn Sie jetzt schon alle Karten offen lassen müssen, dann können Sie das auch schon nicht mehr so spielen. Da wird einfach der Überblick verloren. Sie können das natürlich mit Ihren Kindern so spielen, wenn Sie die gerade aufbauen, dann machen Sie das im Prinzip umgekehrt zu dem, wie ich das jetzt gemacht habe. Also in der umgekehrten Reihenfolge. Sie fangen mit dem an, womit ich gleich aufhöre. Wir haben jetzt andere Bilder und wenn Sie die jetzt mal vergleichen, sind die also. Mal gucken, kann man die sehen? Ja, wo ist die Rose hier? Hier ist die Rose, da ist ein Pilz. Also die Bilder ist klar. Dieses linke hier ist so ungefähr von 1969 und das, was ich hier in dieser Hand halte, in meiner rechten. Das ist ungefähr 2 Jahre alt, können auch 3 Jahre alt sein. Also erstmal ist die Bildqualität besser, aber das Bild, dieser schöne Pilz ist auch besser hervorgehoben und wir haben auch wirklich nur ein prägnantes Teil. Wir nehmen also Pilze, Kartoffeln, Pärchen, vielleicht die Kirschen hier. Sanddorn lasse ich mal weg. Die Tomaten hier auch. Ne, da sind zwei drauf. Dann nehme ich jetzt hier die Schafe noch und Äpfel. Äpfel sind immer gut, ne? Also Äpfel. Es sollten auch Produkte sein, die die Menschen kennen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine lila Möhre nehme oder so, das heißt noch lange nicht, dass derjenige die lila Möhre noch kennt. Wenn ich gelbe Tomaten nehme oder grüne Tomaten, also grüne Tomaten isst man ja nicht, die sind ja giftig, obwohl es ja grüne Tomaten gibt, die man essen kann, aber das kann ja aus der Erinnerung her sein, dass man die nicht essen kann. Ja, und dann nehme ich noch, die Schafe lasse ich weg. Da brauche ich aber jetzt nur 1, 2, 3, 4. Ich wollte 5 Pflanzen haben. Habe ich denn 5? Naja, hier waren irgendwo Möhren. Genau, und dann nehme ich noch die Möhren. Also ich habe jetzt Möhren, einen Steinpilz, Kirschen, Äpfel und Kartoffeln. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht durcheinander werfe. Ich bilde jetzt praktisch zwei Reihen. Ich lege also einen oben, einen unten, einen oben, einen unten, einen oben, einen unten. Ein oben. Ja, doch, es klappt gerade. Ein unten. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht vertan. Doch, sehen Sie schon vertan. So, also maximal 5 jetzt nur noch, also insgesamt 10. Und dann gehen Sie hin, also es reduziert sich, je weiter die Demenz fortschreitet. Gehen Sie hin und Sie decken als erstes die Kartoffeln auf. Dann leiten Sie denjenigen, also Ihren kranken Mitmenschen an. Ja. Jetzt gucken wir mal in der unteren Reihe. Der pflückt auf, ist eine Kirsche. Dann bringen Sie vielleicht das Bild dahin und sagen, schau mal, sieht das jetzt gleich aus? Nee. Und dann sagt derjenige vielleicht nach langer, langer Zeit, ich mache das jetzt im Schnellmodus hier, ja, das ist eine Kartoffel und das ist eine Kirsche. Gut, also passt es nicht. Dann decken Sie das Bild meinetwegen noch zu. Noch können Sie es ja. Dann machen wir das auch noch zu.
Jetzt hat er die Kirsche aufgedeckt. Können Sie fragen, ja, Frau Meier, hatten wir das nicht eben? Doch, nach langem Überlegen kommt vielleicht ein Doch und sie deckt jetzt die Kartoffel auf, die wir ja hier liegen hatten. Und dann sagt sie vielleicht, nee, das ist es nicht. Und dann zeigen sie vielleicht noch hier drauf und wenn er darauf nicht reagiert, wissen sie also schon, okay, die obere Reihe decke ich meinetwegen immer, nee, die lasse ich immer auf. Also wir haben jetzt hier Kartoffel, Kirsche. Hier unten ist das jetzt weiterhin zu. Wir decken mal den nächsten auf. Jetzt haben wir auch noch die Möhren erwischt. Kann man das da überhaupt sehen? Sehe ich gerade. Ich schiebe mal alles ein bisschen mehr rüber. So, wieder nix. Ja, meinte Frau Meier, ja, ich suche jetzt aber doch mal hier und dann sehen Sie, aha, hier Kartoffel, da Kartoffel. Frau Meier, schauen Sie mal. Passt dir was? Ist hier irgendwas gemeinsam? Sagt er, oh ja, das passt. Klasse, weg damit. Wegräumen. Weiter. Oh, jetzt haben wir hier aber Äpfel. Äpfel hatten wir noch keine. Jetzt decke ich auch noch die Äpfel auf und dann geht das weiter. Dann vergleichen Sie und weg damit. Die Möhren hatten wir noch nicht, aber jetzt ist das für mich ganz auswendig. Also Möhren sehen Sie dann, die Pilze und die Kirschen. So, jetzt ist die Demenz weiter fortgeschritten. Sie haben nur noch drei Pärchen. Sie lassen auch jetzt die obere Reihe aufgedeckt mittlerweile und legen entweder die entsprechenden Pärchen direkt darunter oder sie verschieben noch. Aber das müssen Sie dann entscheiden, was noch geht. Und dann sagen Sie, Sie decken den ersten auf. Oh, Frau Meier, was ist das denn? Sehen Sie da was Gemeinsames? Nehmen Sie das mal in die Hand oder Sie halten das und dann vergleichen Sie die Bilder und kommen vielleicht doch auch zu dem mittleren Bild, zu dem Ergebnis, dass da der Pilz liegt. Dann werden die Möhren aufgedeckt und dann die Kirschen. Ja. Wenn man das schon so versetzt nicht mehr erkennen kann, werden Sie die Memory-Teile so sortieren, Sie lassen die oberste Reihe auf, dass immer direkt darunter das entsprechende Pendant ist. Und ganz am Ende kann es sein, dass Sie also wirklich nur noch zwei Pärchen haben und dass Sie die dann nur noch vergleichen können. Ja, das war meine kleine Anleitung, wie man Memory mit demenzkranken Menschen oder mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen spielen kann. Haben Sie einfach keine Angst. Sie wissen am besten, wie Sie mit Ihrem Angehörigen, mit der Person, die Sie betreuen müssen, dürfen, sollen, umgehen können. Und Sie werden nie etwas falsch machen. Nee, Sie können gar nichts falsch machen. Solange es aus Ihrem Herzen kommt, werden Sie nichts verkehrt machen. Ich wünsche Ihnen für heute einen wunderschönen Tag, Ihre Ute Maria Menneken.